Moment sind wir in einer Phase, in der viele Menschen nicht arbeiten können, weil zum Beispiel die Kitas und Schulen geschlossen haben oder weil Betriebe ihre Produktion eingestellt haben. Wir haben aber auch ganz viele Menschen, die gerade in dieser Zeit viel arbeiten. Nicht nur in Unternehmen, es wird ja weiter produziert, sondern vor allen Dingen auch die Pflegerinnen, die Krankenschwestern, die Ärztinnen, die Ärzte, aber auch die Verkäuferinnen im Lebensmitteleinzelhandel. Sie leisten gerade im Moment enorm vieles und stehen unter einem enormen Druck. Die Ärztinnen und die Pfleger und Pflegerinnen, die die Patienten versorgen, die in den Altenheimen die alten Menschen versorgen, die nicht mehr selbstständig leben können oder auch Kranke in Heimen pflegen. Die Verkäuferinnen, die dafür sorgen, dass alle Menschen noch hier Lebensmittel kriegen und das in einer Zeit, wo viele Angst haben und anfangen zu hamstern und Sonderschichten schieben. Ich glaube, dass wir gerade jetzt merken, dass wir ohne diese Menschen in diesen Berufen, und das sind oft Frauen, unser ganzes gesellschaftliches Leben nicht mehr aufrechterhalten können. Und ich möchte, dass wir das alle nach Ende dieser Krise nicht vergessen. Ganz, ganz viele Frauen, auch Männer, leisten Enormes, damit unser gesellschaftliches System gerade nicht zum Erliegen kommt. Und wir müssen das wertschätzen. Wir dürfen das nicht vergessen, wenn wir in einem Jahr vielleicht denken, es ist alles Geschichte, es ist alles hoffentlich gut gegangen, und dann wieder zum Alltag übergehen.